Also da bin ich mal gespannt, ob das so ausgeht hier. Ja, da wurde mir auch gleich geholfen in Sachen Stadion Volkswagen Arena, natürlich das Stadion hier. Wie hätte es auch anders sein können? Hätte man noch drauf kommen können, wenn man ein bisschen nachgedacht hätte. Ist nicht unbedingt meine Stärke heute. Und auch insgesamt, glaube ich, eher weniger. VfL Wolfsburg, Tabellen-7. Und das ist ein Feiertag für Diego. 500. Einsatz in der Liga. Das ist immer ein bisschen buggy, das ganze Ding. Denn da werden alle Spiele zusammengezählt. Ganz egal, wo der Spieler war. Ob der jetzt in der 5. Liga spielt, in Ecuador oder eben in der deutschen Bundesliga. Wo haben wir den denn hier, Diego? 33 mittlerweile. Und das meine ich damit, ne? Hier wird alles zusammengezählt. Die Station weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwo Brasilien. FC Porto, von da ging es nach Bremen. Dann zu Juve. Der VfL Wolfsburg dann mit 15 Millionen dabei. Atletico Madrid, da war er ausgeliehen. Und dann nochmal Wolfsburg, wo er insgesamt am längsten gespielt hat. Wenn man das mal zusammenzählt, dann sind es 239 Einsätze für die Wölfe und da immerhin 69 Tore gemacht. Das ist jetzt nicht so schlecht für einen, der eher die Stärken bei der Vorbereitung hat. Es ist auf alle Fälle eine Koryphäe, dieser Diego. Und 500 Spiele, das muss man auch mal würdigen. Ich denke mal, wenn er 33 Jahre alt ist, ja, vielleicht schafft er die 600 noch, wenn er noch 2,5 Jahre dranhängen kann. Möglicherweise eine 3, wir müssen mal sehen. Aber es wird knapp, glaube ich. Das wird, glaube ich, knapp. Denn Brasilianer, die sind ja dann irgendwann nicht mehr so wirklich motiviert. Das ist so das Klischee, was man hat. Da soll man natürlich nicht 1-2-1 übertragen. Ne? Disco statt Fußballplatz. Kennt man ja das Ganze. Schalke gegen Leverkusen, die 3 gegen die 5. Da wird besonders der BVB hingucken, was denn der Erzrivale da macht. Und vor allen Dingen, was Leverkusen noch im Leisten zustande ist. Weil beide Mannschaften sind ja wichtig für Dortmund. Die einen stehen vor ihnen, die anderen hinter ihnen und könnten eventuell vorbeiziehen. Das ist in dem Fall Leverkusen bei einem Sieg gegen Schalke. Wenn eben Dortmund bei Europapokal erfahrenen Kölnern heute nicht gewinnt. Wien Wiesbaden, zu Hause gegen Bremen. Das ist wahrscheinlich dann das vorletzte Heimspiel, was Wien haben wird. Der nächste Spieltag ist ja dann gegen uns. Wäre natürlich schön für die, wenn die es irgendwie noch schaffen sollten, sich ordentlich zu verabschieden. Zumindest dann mit einer zweistelligen Punkteanzahl. Freiburg-Hoffenheim haben wir schon angesprochen. Ansonsten, ich glaube, die Spiele sind nicht mehr so wichtig. Bayern gegen Hannover zu Hause. Das sollte auch jetzt kein Problem sein. Strodig, der darf ja nicht mehr mitspielen, zumindest jetzt nicht hier und dann noch gegen Wien in der Bundesliga. Er wird natürlich die beiden Madrid-Spiele absolvieren können und dann noch das Hoffenheim-Spiel plus St. Pauli dann am 13. Mai. Das Pokalfinale habe ich eigentlich im Kalender schon eingestellt, dass wir dann eine Saisonabschlussfeier machen. Nee, da ist nicht noch das Champions League-Finale. Ich glaube, darauf muss ich so ein bisschen gucken, was eben dann hier passiert gegen Real, ob wir da weiterkommen, weil ich denke, eine Saisonabschlussfeier zu machen, wenn danach das Champions League-Finale kommt, wäre ein bisschen bescheuert. Na, und dann müssten wir am besten dann auch hier am Samstag nach diesem Spiel einen Test machen, dass die zumindest fit bleiben. Man muss ja nicht alle einsetzen, dass zumindest dann jeder eine Halbzeit spielt oder so, habe ich mir das dann so vorgestellt. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns und vor allen Dingen viele Nachrichten, um Gottes Willen. Also da scheint nochmal einiges passiert zu sein. Pokalprämie, 2 Millionen eingenommen, Finale. Da seht ihr mal, was wieder mal St. Pauli hier für ein Glück hat. Natürlich durch die eigene Leistungsfähigkeit sich das erarbeitet hat. Das Geld, das können die super gebrauchen wollen, wenn es nochmal klappen soll für den Bundesliga-Aufstieg. Das dann schön mitnehmen. Und vor allen Dingen dann Europa in der nächsten Saison. Ist ja klar, dass es sicher ist. Ne? Wir spielen mit 110%iger Sicherheit Champions League nächstes Jahr. Da wir schon das Meisterfest stehen. Und dann wird der Pokalfinalist eben dann mit diesem Platz betraut, den eigentlich dann der Pokalsieger hätte. Natürlich, das klingt jetzt hier so, als ob wir das Ding schon gewonnen hätten, ist ja absoluter Quatsch. Wir können natürlich auch das Pokalfinale verlieren, dann wäre St. Pauli natürlich auch so qualifiziert und dann erst recht qualifiziert. Aber da wir natürlich der absolute Favorit sind, muss man natürlich fast schon davon ausgehen, wenn alles normal läuft, dass wir das Ding dann in die Höhe stemmen können. 4,2 Millionen nochmal oben drauf. Jonas Schneider hat akzeptiert, der 17-Jährige, dass er nächstes Jahr dann bei uns in der zweiten Mannschaft. Trainingsziel Engel, also wir sehen wieder einige Trainingsziele. Engelke mittlerweile bei 11 Metern besser geworden. Na, das ist schön für ein eventuelles Elfer-Kicken dann gegen Real. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommen wird. Also als Abwehrspieler eine 93er Ballkontrolle zu haben. Leck mich an sonst was.
Leiner-Oberschenkelzerrung 8 Tage, aber gut, die Saison ist ja auch, die ist ja auch für uns perfekt gelaufen. Da ist nichts mehr nach oben möglich, da es ja sowieso nie nach oben möglich war, da wenn wir aufsteigen dürfen. Und das Wichtige ist, nach unten haben wir das schon ganz, ganz lange abgehakt, den möglichen Abstieg. Da haben wir dem eine lange Nase gezeigt. Wunderbar, das ganze Topspiel der A-Junioren gegen Bayer Leverkusen. Die können ja auch noch Meister werden da unten. Und ich glaube auch, dieses Achievement haben wir auch noch nicht bekommen. Wisst ihr, oben mit den Münzen, das wir schon seit Ewigkeit nicht mehr brauchen. Ne, dass wir beide Jugenden mal gewonnen haben. Julian Gehling, auch sehr gut gewesen zuletzt. Durch seine Tore da in der Jugend. Björn Ulrich, genau wie vorhin schon gesehen, Schneider akzeptiert das ganze Ding und Harry Wörz genauso. Stuttgarter Kickers gegen RB Leipzig 2. Mit einem 0:0, Daniel Sauer, bester Mann. Insgesamt auch gute Abwehrleistung hier von den Kickers. Also ich würde mal vermuten, dass beide Mannschaften ordentlich nach vorne gespielt haben, aber die Chancen nicht genutzt haben. Ja, so sieht's aus. So schaut das Ganze aus. Vor 5.500 Zuschauern, 5.361 um genau zu sein, im Gazi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart. Und die Noten insgesamt waren bei uns vorne nicht so wirklich pralle. Da hat es gefehlt, Harry Wörz, der stand in der Startformation für Gianluca Starr. Der Nils Linders, ne, hat jetzt in Dortmund gespielt und ein paar Tage später dann wieder den Drittliga-Alltag mitgemacht gegen die Kickers. Das ist mit Sicherheit ein schönes Erlebnis gewesen für ihn. Und jetzt haben sie noch 2 Spiele und dann ist die Saison auch vorbei. Wir gucken nochmal gerade auf die Ergebnisse, wie es da aussieht in der Reserve, in der Tabelle. Na, so schnell fällst du mal runter, ne? Durch ein Unentschieden. Von der 3 auf die 6 mit 64 Punkten. Und das haben wir aber schon sicher. Also wir können nicht mehr weiter runterfallen mit der 2. als diese Position 6. Denn Jena hat schon 7 Punkte Rückstand. Magdeburg und Cottbus sind an der Schwelle zum Aufstieg, aber sie haben es noch nicht rechnerisch wirklich durchgezogen. Da fehlt noch ein Punkt für beide im nächsten Spiel. Und das könnten sie dann holen. Für Cottbus in Heidenheim, Tabellen 13. Und die Magdeburger haben das Ganze in Havelse vor der Nase. Und Havelse steht auf Position 17. Sie scheinen sich aber zu retten, ganz anders als der 3. Aufsteiger hier, Waldhof Mannheim, die leider Gottes schon abgestiegen sind. Waldhof Mannheim ist ja auch ein Kandidat für ein mögliches neues Let's Play mit einer neuen Datenbank. Dazu aber kann ich immer noch nicht genug was Sinnvolles beitragen hier. Da ich noch nicht weiß, wann die wirklich dann fertige Datenbank erscheinen wird seitens FM Corner. Und dann wird es davon abhängen, ob überhaupt das große Interesse da sein wird seitens euch für ein neues Let's Play. Da, ich habe das ja letztens schon angesprochen, der Fußballmanager jetzt so gut wie 2 Jahre alt ist und man irgendwann natürlich auch alles gesehen hat, ne? Ist die Frage, wenn ich jetzt bei Bergi reingucke mit Kiel, erste Liga, das ist dann noch so ein bisschen dieses Underdog-Flair. Da macht es dann schon Spaß, das Ganze sich anzugucken. Nur bei uns ist natürlich jetzt auch logisch, ne, mit einer Mannschaftsstärke von 941 eben gegen Dortmund, da lachst du ja drüber mittlerweile. Ne? Denkst du dir, das ist ja bald schon abartig, wie gut wir sind, Fliege, geh mal weg. Aber naja, wir haben ja konsequent darauf hingearbeitet, mit Talenten, ich nehme den Zwähler mit hoch fürs nächste Spiel, da ja der Strohdigen nicht mitmachen darf, aufgrund der Sperre. Das hätte ich fast da unten auf Assistent gedrückt, das wäre natürlich sehr billig gewesen. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, Geis haben wir noch hier. Ich wollte ja ganz gerne Janel dann mal wechseln gegen Svela. Ja, das war der Plan und wir brauchen noch einen hinten. Aber Jordan kann wieder, also kann ich ihn reinstellen. Gegen Wolfsburg wird er nicht von Beginn an anfangen. Der hat eine 13er Form immer noch. Dann spielen wir lieber mit Toljan 17er Form. Krank. Mal vor. Weihrauch hat wieder, ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Ich nehme ihn nochmal mit für Waldschmidt. Der Jochen mit einer 9er Form wird dann auch nicht anfangen heute. Ich lasse ihn jetzt zu Hause. Ich will es nicht riskieren, dass der sich dann noch seine Talentaufwertung vermasselt. Zumindest nicht gegen solche Gegner. Gegen Wien Wiesbaden zu Hause ist es dann was anderes, denke ich. Da liegen auch die Madrid-Spieler dazwischen. Stichwort Madrid. Da muss man jetzt drauf gucken. Ne? Wir sind 3 Tage später. Engelke vielleicht dann durch Sirre ersetzen in einer 9er Form. Ja, man könnte sagen Sama. Sama nehme ich mal mit, dass man vielleicht da frühzeitig wechseln kann, wenn es eben dann vom Ergebnis passt.
glaube, ich lasse dann doch Jordan heute spielen, Toljan. Oder nicht. Ne, mache ich, glaube ich, genauso wie mit den Abwehrspielern. Mit der Möglichkeit, eben früh dann irgendwas zu tauschen. Alle können nicht. Einer muss dann in den sauren Apfel beißen, muss durchspielen. Aber die drei Möglichkeiten haben wir ja, ne? Jordan, wir haben Sama dabei und wir hätten auch Vor- bzw. Afdiay für die Position, um das dann auszuwechseln. Was ist denn hier? Ja, Verträge. Das ist, glaube ich, wird auch nicht mehr weggehen, denn jeder von den Jungs da unten hat es eigentlich fast verdient vom Talent. Serie ist hier zweimal drin, finde ich ja wunderbar. Wir können keine Gespräche mehr führen. Hat sich das auch erledigt. Wie sieht's hier aus? Engelke Führungsspieler, einflussreiche, Kempf, Klein, Werner. Svela sogar schon bei den Newcomern komplett akzeptiert. Jandl nicht so wirklich. Naja. Ah ne, warte mal, zweite Mannschaft. Fran Milicevic. Versprechen. Ich kann wieder ein bisschen was wissen los hier. Wichtigster Spieler, Jung. Stammplatzgarantie. Svela auch in der ersten Mannschaft spielen. Das haben wir jetzt ja eingelöst. In der Regel spielen. Ja, das Wien-Spiel, das Hoffenheim-Spiel habe ich ja schon angekündigt, dass wir da mit den Youngstern spielen werden und auch für Fran, für Contorti die Möglichkeit geben, sich mal zu zeigen nochmal abschließend. Das ist auch ganz okay. Der Svela, ich kann ihm mal was sagen, dass er... Du wirst dein erstes Ligaspiel machen. Könnte ja sein, ne? Könnte ja passieren jetzt demnächst. Vor. Bis ein Spieler wollten wir den machen. 4 Level, das könnte knapp werden, aber die Möglichkeit ist auf alle Fälle da. Der Dominik Jordan, war man. Sama. Ne, von Anfang an ist er nicht dabei. Niemand mehr verpflichten. Super, Jordan. Nationalspieler. Naja, das bringt jetzt alles nichts, da irgendwas zu sagen. Sehe ich gerade ein. Gehen wir nochmal Golf spielen. Da ist alles gut. Insgesamt, was ich auch nochmal ganz gerne wissen möchte. Wie sieht es überhaupt hier aus? Wo könnten wir hingehen, wenn wir denn wechseln wollten? Das hat eigentlich nie zur Debatte gestanden. Ich habe ja immer gesagt, die Aufgabe Leipzig reizt mich deswegen, da die Gegebenheiten passen. Mit der Jugend zu arbeiten. Wirklich zu sagen, wir führen dieses Konzept auch hier im Manager ein, was RB Leipzig sich auf die Fahne geschrieben hat, für die Realität, mit jungen Spielern zu arbeiten, keine Fertigen zu verpflichten und eben so den Erfolg anzustreben. Das haben wir geschafft. Eindrucksvoll haben wir das geschafft. Und egal, was ich jetzt hier machen würde, wir können das Ausland noch dabei nehmen, die liegen mal hoch auf Liga 1 oder sowas, einfach mal hier kurz durchgucken, das sind schon ein paar. Also wir haben hier Österreich dabei, wir haben die Belgier, wir haben die Premier League, Fulham, Sunderland, wir haben die französische Liga, wir haben auch Möglichkeiten aus der Bundesliga, hier noch irgendwas zu machen. Zweite Liga, Kaiserslautern zum Beispiel, Juve, Lazio, Catania, Calcio, Inter Mailand aus Italien, ganz schön viele aus Italien. Holland haben wir dabei, die spanische Primera Division oder auch die Segunda, die Schweiz, die Türkei und sogar Japan. Also alle Ligen, die wir irgendwann mal aktiviert haben vor Spielstart, wo wir hinwechseln könnten. Wenn ich das jetzt einfach mal so sehe, ne, dritte, vierte Liga. Und ich denke mal, das sind jetzt die kleinen Vereine hier unten. Zum Beispiel jetzt Astoria Waldorf. Die wären die Idealbesetzung, ja, super. Spielvereinigung Landshut. Das sind natürlich alles Vereine, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, für einen Neustart. Wäre das wunderbar. Aber dann auch wirklich nur in einem Neustart. Denn dann möchte ich ganz gerne noch diesen Luxus der neuen Datenbank mit einbeziehen, wo dann eben Lewandowski bei Bayern spielt, wo wir Falcao bei Manchester United haben, James Rodriguez bei Real Madrid ist, Suarez bei Barca und so weiter, die ganzen Wechsel in der Bundesliga, die ihm nicht so auffallen, aber wo wir natürlich Bescheid wissen, die Hamburger, die verpflichtet haben. Und natürlich auch in Dortmund dann mit Ramos, mit Immobile vorne. Also da könnte ich jetzt alles so aufzählen. Kagawa natürlich, der zurückgekommen ist. Deswegen, also wenn es irgendwas gibt, um das nochmal klarzustellen, weil noch die Fragen aufkamen letztens nochmal wegen dem Vereinswechsel in diesem Spielstand hier, wenn irgendwas neu gemacht wird, dann wirklich nur in einem Neustart, im kompletten Neustart. So, das hätten wir jetzt. War mir ganz wichtig, das nochmal anzusprechen. Da eben ihr natürlich auch informiert werden sollt, wie es aussieht. Können wir uns eigentlich die Mannschaft angucken? Ansonsten ist ja nicht mehr viel zu machen. Wir haben Merchandising, ich könnte jetzt hier irgendwas dazu nehmen. Pokalfinale, keine Ahnung, Gedöns. Geht es überhaupt? Ging das irgendwie zu entwickeln hier?
oder haben wir, glaube ich, schon entwickelt hier im Auflassbacher Pokal, könnte man jetzt mal mitnehmen, wenn ich jetzt nochmal gucke, was schlecht verkauft wird. Ja, schmeißen wir die Idee wieder raus hier, dann nehmen wir den Pokal mit rein, dann haben wir hier unten mit Sicherheit noch irgendwas Schönes. Pokalsiegerschal wird jetzt auch wieder interessant, ne? Schlüsselanhänger nehme ich auch mal weg. So, dann nehmen wir den Pokalsiegerschal auf und mal schauen, was noch da ist. Wollmütze, Weihnachtsmannkostüm, ja, im April. Als April-Scherz taugt es auch nicht mehr. Nö, denke ich schon, dass es passen müsste. Meisterschal ist ja, glaube ich, schon drin, das ganze Ding. Siegerschal, hier Europa-Liga haben wir noch drin. Der verkauft sich immer noch gut. Na, obwohl das jetzt schon ein bisschen länger her ist, da ist Auswärtstrikot. Meisterschal, ganz oben. 29.900. 29.900, wir können nochmal gucken, die Trikotverkäufe. Insgesamt ist hier der Liebling Lukas Engelke, sogar noch vor Timo Werner. Und das ganz deutlich, der 2.000 Trikots mehr verkauft insgesamt. In der letzten Woche war Timo ganz oben und auch wieder Engelke. Also der scheint sich hier wirklich durchgebissen zu haben. Manuel Vor, Gewinner der Woche. Wo genau haben wir den? Wahrscheinlich irgendwo hier unten, da. 13 insgesamt verkauft. 2 Stück Janel und Torwart-Trikots. Tja, immer noch Mangelware. Gibt's immer noch nicht. Also wir haben in den ganzen 5000 Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, nicht einen intelligenten Marketingmanager gehabt, der auch mal auf die Idee gekommen ist, uns vielleicht mal diese Trikots zu entwickeln. So, die Taktik gegen Wolfsburg. Ein bisschen was natürlich auch hier an Prämie wieder, denn es ist, glaube ich, wichtiger als je zuvor in dieser Saison hier gut rauszukommen, weil jetzt Madrid, da geht es eben drum. Bekommen wir 2 Finals? In der Addition dieser beiden Spiele bekommen wir 2 Finals oder bleibt es bei dem einen dann im DFB-Pokal? Und vor allen Dingen Madrid hat ja was sehr gut zu machen. Den haben wir ja den Europa-League-Titel weggeschnappt. Es wird hier ein Wiedersehen geben im Spiel gegen Wolfsburg mit Serge Gnabry auf der rechten Seite. Der, wir gucken gerade mal drauf, wie der denn jetzt gespielt hat insgesamt seit dem Wechsel. Also es muss ja vor dem Februar passiert sein. Also hier diese ganzen Spiele, die hat er mitgemacht. Die hat er mal doppelt getroffen gegen Köln. Ja, eigentlich insgesamt kann man nicht meckern. Ne? Sehr solide, wie bei uns auch. Die Highlights aber auch eher rar gesät. Mal mit einer 0-2-5. Ist überwiegender Startspieler bei denen. Hier nochmal 2 Vorlagen in den beiden Spielen gegen Hoffenheim, gegen Gladbach. Ich hoffe, das verkneift er sich jetzt gegen uns. Er war ja nie ein schlechter Spieler. Er war wirklich mit sehr, sehr vielen Anlagen versehen. Aber irgendwie hat es nie so richtig glatt gemacht. Ne? Nie so richtig. Ben Khalifa. Den Mann, den wir noch kennen damals, hat der uns die ersten beiden Gegentore beschert in der Bundesliga. Damals noch in Leverkusen unterwegs. Hier sehen wir es. Da hat er uns die Dinger eingeschenkt. Das Ding haben wir 2-0 verloren. Das war der Start. Sowas vergisst du einfach nicht, ne? Das sind dann so Key Moments, die man dann ganz, ganz lange mit sich rumträgt. Eine Doppel-6 kommt uns wieder entgegen. Wir spielen über die Flügel. Die haben eine sehr, sehr gute Abwehr. Wir haben einen sehr, sehr guten Torwart. Junior Malan da, der ist nach vorne sowas von ungefährlich. Sage ich jetzt einfach mal, wenn das Spiel ja realistisch wäre. Na, ihr habt es gesehen gegen Bayern und ich glaube auch nachher gegen Hannover oder wo das war, wo er 2 sichere Tore machen muss. Er macht's nicht und ich glaube, das haben dann wirklich letztendlich 4 Punkte ausgemacht für Wolfsburg, die sie mehr gehabt hätten, wenn der gute Mann die Tore eben gemacht hätte. Aber es ist halt kein Stürmer, aber es sah trotzdem so ein bisschen peinlich aus und das war es mit Sicherheit auch für ihn. Ja, mit Diego haben wir es schon beschäftigt vorhin. Ich hoffe, dass wir ihm das verhageln können. Dass wir ihm das wirklich verhageln können, dieses Jubiläum. 1,89, relativ groß, Bruma, Ex-Hamburger. Und Tim Klose mit 1,93. Also können wir das auch dann mit den flachen Flanken weiterhin durchziehen. Also ich bin ganz guter Dinge, wenn man Dortmund schlägt im Pokal-Halbfinale auswärts, dann schafft man das normalerweise auch in Wolfsburg. Normalerweise deswegen, weil es der Fußball ist, weil man das nie wirklich so hundertprozentig voraussagen kann. Ja, und dann beginnt die entscheidende Phase der Saison. RB Leipzig mit seinem Trainer auf Abschiedstournee. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich darf das nicht vergessen hier. So, jetzt passt alles. 922 mit einem Captain Geis, mit einem Standard-Spezialisten Geis gegen Wolfsburg. Bis gleich.